So Leute, es geht wieder um Booster und ich habe tatsächlich nochmal einen Modern Horizon Booster gefunden. Die sind ja mittlerweile schon relativ selten, die Modern Horizon 1 Booster. Und deswegen habe ich Bock, dieses Ding aufzumachen. Ist noch, die sind ja gar nicht so alt, oder? 2019 ist jetzt, fast 2 Jahre her. In 2 Jahren verändert sich meistens ziemlich krass vom Value her. Mal gucken, was wir hier so drin haben. So, wir haben eine Goblin War Party. Für 4 Mana kriegen wir als Sorcery Speed 3-1-1 Goblins. Oder Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1 in Eile. Für 7 Mana kriegen wir beides. Nee. Na. Dann haben wir den Rank Officer. 4 Mana 3-1. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, wirft man eine Karte ab. Kann man eine Karte abwerfen. Wenn man das macht, kriegt man noch einen Zombie und für 2 Mana exilt man eine Kreatur aus dem Friedhof und er geht dann vielleicht zu überleben. Das ist gar nicht mal bad. Das ist nicht bad. Mathieu's Soul, hier sind Karten drin. 3 Mana 3-2 mit Convoke. Okay, Convoke auf eine 3 Mana Karte. Und wenn er ins Spielfeld kommt, wenn man keine tappten Länder kontrolliert, kommt er mit 2+1/+1 mal ins Spiel. Okay, deshalb Convoke. Wenn er tappe 3 Kreaturen, kriegt er 5-4. Das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Winding Way, 2 Mana Sorcery, man sucht eine Kreatur oder Land. Man sucht aus Kreatur oder Land. Nimmt dann die obersten 4 Karten seines Decks, zeigt die offen vor und nimmt alle Karten mit dem Chosen-Typ auf die Hand. Und der Rest geht in den Friedhof. Oh, nicht schlecht. Pyrophobia, 2 Mana Sorcery, man fügt 3 Schaden einer Kreatur zu und Angsthasen können den Zug nicht blocken. Cowards can't block. Cowards, bestes Wort. Lancer Sliver, 3 Mana 2-2, alle Sliver haben Erstschlag. String of Disappearance. Für ein blaues Mana Instant bringt man eine Kreatur zurück auf die Hand. Dann kann der Besitzer dieser Kreatur 2 Mana zahlen, 2 blaue, und diesen Spell kopieren. Und dann geht das immer so weiter. Sowas wie Chain of Disappearance eigentlich. Podrid Goblin, 2 Mana 2-2, Persist. Also für Schadenhöhe mal in Anzahl die -1/-1. Nee. Wenn der stirbt und keinen -1/-1 Marke hatte, dann kommt der -1/-1 mal wieder. Was habe ich denn jetzt gerade im Kopf? Verdorren hatte ich im Kopf. Was macht Verdorren? Naja, Verdorren ist das, ja. Fairy Seer, 1 Mana 1/1 fliegend. Wenn der Spieler kommt, Scry 2. Das ist ziemlich strong. Und Universal Automat, 1 Mana 1/1 Changeling. Alle Kreaturtypen. Unsere erste Ankam ist ein Munition Expert. Er wird im Goblins gespielt. Ein rotes, ein schwarzes. 1-1 Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann er einem Kreatur oder einem Planeswalker so viel Schaden zufügen, wie man selber Goblins kontrolliert. Das ist eine coole Karte. Talisman of Hierarchie. Okay, cool. 2 Mana, man tappt. Oh, ist ein Schachbrett drauf. Oh mein Gott, den muss ich behalten. 2 Mana tappt für ein farbloses oder tappen für ein weißes oder ein schwarzes und man verliert ein Leben. First Sliver Chosen. 5 Mana 3-3, alle Sliver haben Exalted. Okay. Und unser Rest. Wow. Nice. Zera the Benelove. Benevolent. 4 Mana, 4 Marken. +2, alle Kreaturen mit Fliegen kriegen +1/+1 bis wenn es du ist. -3. Man kriegt einen 4-4 fliegenden Token mit Wachsamkeit. -6. Man kriegt ein Emblem, das sagt, solange man eine Kreatur kontrolliert, kann Schaden das Leben nicht unter 1 setzen. Schön. Knockout Island. Token. Und hier so eine. Was ist das? Spinehorn Mentor. Ja, das war ein tatsächlich ganz cooles Pack. Ich hoffe, euch hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Black Seed. Ciao, ciao.